Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, in diesem Video möchte ich euch den Leiterplatten-Editor weiter vorstellen. Wir gehen mal hier oben, ich bin gerade noch im Schaltplan-Editor, wir wechseln mal hier zum Leiterplatten-Editor. Können wir mit diesem Button machen. Und wenn ich hier rein rauszoome, sehen wir, hatten wir ja schon unseren Umriss erstellt und hier die Bauteile platziert. Und wir können jetzt, möchte ich euch hier mal so ein bisschen das eine oder andere an dem Editor an sich zeigen. Wir haben links wieder Einstellungsbutton, die die Ansicht unseres Leiterplatten-Editors beeinflussen. Also hier oben wie im Schaltplan-Editor Raster ein- und ausblenden, Raster überschreiben, Polarkoordinaten oder das kartesische System benutzen. Wir lassen das kartesische System. Dann haben wir hier, ob ich diese Rastereinheiten in Zoll, Inch, Mill oder Millimeter haben möchte. Mill ist übrigens ein Tausendstel Zoll. Das heißt also hier, dieses Zoll 2,54 cm sind dann hier durch 1000 geteilt. Da wären dann also 100 Mill, zum Beispiel 2,54 mm, zeige ich euch gleich. Hier eben Millimeter, wir lassen hier unsere Millimeter-Einstellungen in Europa. Dann haben wir hier wieder das fensterfüllende Fadenkreuz, kann ich hier entsprechend ein- und ausschalten. Dann haben wir hier das Zeichnen der Leiterbahn, ob ich gerade oder auch 45 Grad Winkel zeichnen möchte, kann ich hier einschalten, zeige ich euch dann, wenn wir die Leiterbahn routen. Dann haben wir hier die Netzlinien, die blende ich mir mal ein. So liegt das eigentlich da. Wir sehen also solche Netzlinien. Diese Netzlinien, die zeigen uns im Prinzip an, dass jetzt zwischen diesen beiden Pins, die hier so mit so einer Linie verbunden sind, eine Leiterbahn geroutet werden muss. Das zeigt uns diese Netzlinie an. Das sehen wir dann, wenn wir die Bauteile positionieren. Die hilft uns nämlich beim Positionieren der Bauteile. Wenn ich mir diese Darstellung, die ist jetzt hier gerade, wenn ich die ein bisschen anders haben möchte, hier so geschwungen, kann ich das hier über diesen Button links einstellen. Der ist unten drunter hier. Dann werden die hier so geschwungen dargestellt oder eben gerade. Dann haben wir hier noch Anzeigemodis für verschiedene Füllformen und Skizzierflächen. Die zeige ich euch, wenn wir dann wirklich die Platine routen. Sind jetzt erstmal in diesem Video hier noch nicht so von Belang. Wenn ich diese Platine route, dann kann es sein, dass mich diese Netzlinien ziemlich verwirren und stören. Dann kann ich auch hergehen und sagen, ich blende mir die aus. Und gehe jetzt hier auf der rechten Seite, hier habe ich jetzt Zeichentools zum Erstellen der Platine. Dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, lokale Netzlinien anzeigen und gehe hier drauf. Das ist wie das Hervorheben im Schaltplan. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, zeigt er mir hier an, okay, dieser Pin 2 von dem R2 hier ist jetzt eben verbunden mit dem Pin 2 oder mit dem Pad 2 vom C1 und mit der Basis hier von dem Transistor hier unten, das müsste Q2 sein. Kann ich hier entsprechend ein- und ausblenden und mir hier anzeigen lassen. Das verwirrt dann nicht so, wenn so viele Netzlinien sind. Hier habe ich dann wenige, kann das beim Bauteile positionieren schon helfen, dass ich hier nicht ganz so viele Linien habe, die mich dann unter Umständen verwirren. Dann haben wir hier die Möglichkeit, separat am Schaltplan vorbei Footprints hinzuzufügen. Das kann manchmal Sinn machen, dass ich also im Schaltplan etwas nicht zeichne, aber in der Platine benötige. Das empfehle ich aber hier nicht, gerade für den Einsteiger nicht. Das kann unwahrscheinlich verwirren. Deswegen lassen wir das an dieser Stelle mal so, nehmen wir das als gegeben hin, nutzen es aber nicht. Dann haben wir hier die Leiterbahnen. Wenn ich hier draufklicke und gedrückt halte, sehen wir noch die andere Möglichkeit, sogenannte differenzielle Leiterbahnen zu zeichnen. Also das ist unsere Standardeinstellung, die einfache Leiterbahn, die werden wir auch brauchen als Einsteiger. Diese sogenannte differenzielle Leiterbahn, die brauche ich dann, wenn ich zum Beispiel Busse zeichnen möchte. Ein I2C-Bus, der hat ja immer eine Signalleitung und eine Taktleitung, die müssen immer parallel zueinander verlegt werden. Da wäre dieses differenzielle Paar nötig, ist jetzt hier für euch soweit erstmal nicht interessant. Wir lassen das auf dieser Einstellung. Wenn ich dann solche differenziellen Paare verlege, muss ich die auch anpassen, dass die gleiche Leitungslänge haben. Das hat was mit Impedanzen zu tun. Das kann ich dann hier unter diesem Button machen, auch für euch als Einsteiger erstmal uninteressant. Dann haben wir hier Vias. Das zeige ich euch dann noch. Vias werden wir dann noch benötigen. Die kann ich also separat einfügen. Ich kann hier Füllflächen hinzufügen. Auch das zeige ich dann noch beim Routen der Platine. Ich kann hier Sperrflächen einrichten mit diesem Button. Das heißt, ich kann auf meiner Platine eine Sperrfläche einrichten,
wo mir dann Keycat sagt, hier darfst du keine Bauteile platzieren oder eben keine Leiterbahnen hindurchführen oder. Zeige ich euch auch noch an der Platine. Und wir haben jetzt hier einige Zeichentools. Das ist hier Linie, Kreis, Bogen, Rechteck, Kreis und Polygon. Dann könnte ich jetzt ein grafisches Referenzbild einfügen, wenn ich also meinen Schaltplan zum Beispiel mit einem Logo verfeinern möchte, könnte ich das jetzt hier einfügen. Ich könnte Text, kann Text, freien Text hinzufügen. Ich kann sogar ein Textfeld hinzufügen, zeige ich euch noch. Und ich kann meine Platine bemaßen und ich kann hier auch mit diesem interaktiven Löschwerkzeug draufgehen und würde dann jetzt, wenn ich hier, das ist wie ein Radiergummi hier draufgehe, würde das jetzt hier schnell irgendwelche Bauteile löschen. Führt natürlich dazu, dass dann mein Schaltplan mit der Platine nicht mehr konsistent ist. Dann muss ich das entsprechend wieder zurückgängig machen. Kann aber auch unter Umständen mal nötig sein. So, ich möchte euch noch was zeigen. Wir zeichnen mal eine Linie. Wir haben nämlich hier sogenannte Layer. Layer machen folgendes: Ich kann also meine Elemente in verschiedenen Layers ablegen. Wir haben schon das Layer Edge Cuts kennengelernt. Das heißt, dieses Rechteck hier, was wir ja bereits gezeichnet haben, ist jetzt unser Platinenumriss. Das zeichnet unseren Edge Cut aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel für den Bestückungsdruck etwas zeichnen möchte oder einen Text in den Bestückungsdruck hinein haben möchte auf der Platine, wähle ich mir hier den Layer Silkscreen F aus, das wäre die Oberseite, oder Silkscreen B wäre die Unterseite. Also F ist immer die Oberseite der Platine, B ist immer die Unterseite, also Bottom. Ich nehme das jetzt mal und wähle hier mein Linienwerkzeug aus und zeichne einfach mal eine Linie. Doppelklick ablegen. Jetzt habe ich eine Linie, die ist blau. Diese Linie würde jetzt vom Hersteller der Platine auf der Oberseite gedruckt werden. Wähle ich dieses Layer aus für die Unterseite und zeichne jetzt hier meinethalb mal einen so einen Kreisbogen hier. Dann kann ich hier sogar noch mit Doppelklick entsprechend Werte eingeben, wenn ich das möchte. Könnte hier noch das Layer auch nochmal auswählen. Lassen wir jetzt mal auf dem unteren Feld und sagen, okay, haben wir gemacht. Das sehen wir jetzt hier vielleicht ein bisschen schlecht durch die Farbdarstellung. Und jetzt hätte ich also einen Kreisbogen auf dem Bestückungsdruck der Unterseite. Ich kann auch nochmal einen Text hinzufügen. Was weiß ich? Hallo Welt. Ja. Und sage, den möchte ich jetzt auf dieser Stelle hier zum Beispiel auf der Oberseite haben, könnte ich hier auswählen und sage, ich möchte den auch noch markiert haben und den will ich fett haben und kursiv. Und dann kann ich sagen, okay, und dann wird er hier dargestellt. Er wird auch schon gespiegelt dargestellt, eben aus dem Grund, weil das dann auf der Oberseite wieder als lesbares gespiegelt abgeschrieben wird. Also nicht wundern, das ist eine Darstellungssache. Was kann ich jetzt mit Layern noch machen? Hier unsere Layer-Ansicht. Wenn ich alle Layer eingeblendet habe, kann so eine Platine unwahrscheinlich unübersichtlich werden und deswegen kann ich mir Layer auch ausblenden. Achtet mal hier bitte auf das Layer Blau, auf die Linie und den Text. Ich gehe jetzt mal hier oben auf das kleine Auge und da kann ich sagen Klick und dann wird das ausgeblendet. Das ist noch da, es wird nur nicht angezeigt. Klicke ich nochmal drauf, wird es einfach wieder angezeigt. Hier unten der Kreisbogen. Ebenfalls zack, einblenden, ausblenden. Oder hier unser Edge Cut, kann ich hier unten Edge Cut einblenden, ausblenden. Jetzt kann es zum Beispiel sein, oder ich kann auch hier Rechtsklick drauf machen. Ich zoome hier nochmal ein bisschen rein. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Rechtsklick drauf machen und könnte auch sagen, zum Beispiel alle Nicht-Kupferlagen verbergen. Dann werden hier, sehen wir jetzt hier, alle ausgeblendet, was nichts mit Kupfer zu tun hat. Wir haben also jetzt Kupfer, ist nur die Oberseite Kupfer, Unterseite Kupfer und hier Edge Cuts noch eingeblendet. Kann ich hier wieder einen Rechtsklick drauf machen, alles wieder anzeigen. Dann sehen wir, haben wir hier die Anzeige. Gibt es verschiedene, alle Kupferlagen einblenden, ausblenden, alles andere, alle Lagen ein- und ausblenden und so weiter und so fort. Soweit dazu. Dann haben wir hier unten noch einige Haken, die ich setzen kann. Das ist ein sogenannter Auswahlfilter. Wir haben ja schon gelernt, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Bauelemente auswählen möchte, kann ich ja hier von links unten auswählen oder von rechts oben etc. auswählen. Und
Wenn ich das jetzt hier so machen würde, wären jetzt hier alle Elemente ausgewählt. Wenn ich das in einer Platine mache, um irgendwelche Elemente zu verschieben, kann ich natürlich aufgrund dessen, dass ja die Platine oben und unten bestückt ist, dergleichen, kann es passieren, dass ich also Elemente mit verschiebe, die ich gar nicht verschieben möchte. Und da habe ich jetzt hier diesen sogenannten Auswahlfilter. Den möchte ich euch noch kurz vorstellen an dieser Stelle. Ich zeichne jetzt einfach mal eine Leiterbahn zwischen diesen beiden Elementen. Dann sage ich, ich möchte jetzt alle Elemente wegnehmen, also dass nichts ausgewählt wird, sondern nur Leiterbahnen. Die wähle ich jetzt mal an. Und jetzt kann ich hier, wenn ich hier ins Auswahlwerkzeug gehe, hier zwar drüber fahren, ja, eigentlich würde ja jetzt alles ausgewählt sein. Wir sehen aber, die Bauelemente sind gar nicht ausgewählt, es ist nur diese Leiterbahn ausgewählt. Und wenn ich jetzt hier die Taste M drücke für Move, ist genau wie im Schaltplan, bewege ich nur die ausgewählte Leiterbahn. Alles andere bleibt liegen, weil das eben aufgrund dieses Auswahlfilters nicht mit ausgewählt wird. Wenn ich natürlich hier alles anwähle, und gehe jetzt hier drüber, dann ist auch alles ausgewählt. Wenn ich jetzt hier die Taste Move drücke, dann bewege ich natürlich auch alles. Soweit erstmal als grundlegende Einführung in den Leiterbahn-Editor. Im nächsten Video werden wir uns dann mal hier oben mit den Einstellungen beschäftigen, mit der Seite einrichten und dann fangen wir mal an, hier unsere Platine zu gestalten. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.